Servus zusammen oder vielmehr Sabbat die Krab, da bin ich wieder. Urlaub ist rum, ich kann nur jedem mal Urlaub empfehlen, da muss man auch keinen Laptop mitnehmen. Ich habe mich vorher von allen Newslettern abgemeldet, ich habe nichts bekommen. Ab und zu habe ich mal auf finanzen.net reingeschaut, die Überschriften, das war wie Tischtennis. Zinsangst, Zinshoffnung, Zinsangst, Zinshoffnung, Zinsangst, Zinshoffnung. Sagenhaft, ich hatte euch Volatilität versprochen, für die Zeit, in der ich nicht da bin, die hattet ihr. Für euch ist der Chart eine Kerze, ein Tag. Und ich habe alles gekocht, was ich kochen wollte. Das war also sensationell. Bangkok ist verdammt heiß, das muss ich ehrlich sagen. 33 Grad, aber das sind gefühlte 40. Und da hängt permanent so ein Smog über der Stadt. Das war nicht so schön, aber das waren nur die letzten 3 Tage. Aber Koh Samui, wenn man einer nach Thailand will, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ganz, ganz klasse. Eine schöne Nachricht habe ich auch bekommen, dass einer meiner Schüler wird jetzt ab und zu in der Bild-Zeitung als Marktanalyst erwähnt oder bei der Tagesschau. Der Frank Soleder finde ich sehr cool. Wir wollen die Chance mal nutzen. Und am Börsentag in München, das ist jetzt irgendwann im April, ich glaube am 22. wollen wir mal zusammen so eine Chose machen, sage ich euch aber noch Bescheid. Aber jetzt kommen wir mal zum Markt. Also wie gesagt, ich bin heute erst angekommen, habe noch so ein leichtes Jetlag, aber es geht. Und das hier ungefähr bin ich gefahren. Und da hatten wir diese Seitwärtsphase. Ich habe gesagt, es ist wichtiger, wenn wir hier drüber gehen oder drunter gehen. Das ist wichtiger als die Technik, die hatte kein echtes Signal. Dann sind wir drüber. Und hier kommt das, was immer wieder kommt. Einmal auf den Widerstand, das ist der Widerstand. Einmal drauf, zweimal drauf. Neues Hoch gemacht, Shooting Star, dreimal drauf, viermal drauf. Und also ich sehe das jetzt hier nicht wirklich als ein Doppeltop, aber wir sind jetzt hier, wir haben eine neue Range gemacht. Die eine ist blau und die alte ist schwarz. Der Unterschied zwischen den beiden, das seht ihr am Band. Während das Band hier gedreht hat, ungefähr hier, und gesagt hat, also entweder gehen wir korrektiv oder seitwärts, zeigt das jetzt hier nicht. Die Bänder sind recht eng. Der Markt ist, na, ich möchte nicht sagen, aber kommt in einen Chill-Modus rein. Aber es sind nach wie vor diese beiden Linien hier. Und da sind wir einmal hier am hohen Punkt bei 15.658 und hier am tiefsten Punkt, das sind immer noch die 15.200. Hier steht zwar jetzt 46, aber ich nehme lieber den hier. 15.273 ist die Unterstützung. Wir haben am Freitag ziemlich genau auf der 20-Tage-Linie aufgesetzt. Das ist auch ein Support. Ich vermute eigentlich, dass diese beiden Ranges hier, die blaue und die schwarze, uns jetzt nochmal 2-3 Wochen begleiten werden. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass wir auch hier runtergehen und dann hier unten wieder aufsetzen oder ans untere Band gehen. Von den Bändern habe ich also momentan, im Gegensatz zu diesem Zeitraum hier, kein Signal. Ist ziemlich neutral und wir handeln, naja, nicht gerade in der Mitte des Bandes, aber wir sind ganz fett im Band drin, nicht an den Extremitäten. Von der Technik her kann ich hier gar nichts sehen. Völlig neutral über das MACD, völlig neutral über die Stochastik, da ist nichts. Also ich gehe davon aus, dass eben diese beiden genannten Punkte hier die wichtigen werden für die nächsten Tage. Ich glaube allerdings schon, dass, soweit ich weiß, stehen keine wichtigen wirtschaftlichen Daten an. Das hattet ihr letzte Woche. Und ich habe vorhin mal reingeschaut, da war ja, ich glaube, das war der Dienstag. Meine Herren, das war also 4 Bewegungen von 120 Punkten an einem Tag. Das war schon heftig. Also da bin ich ganz froh gewesen, dass ich im Urlaub bin. Und nochmal, im Urlaub nimmt man keinen Laptop mit. Da hat neulich ein Kollege einen Film gemacht, wo er erzählt hat, dass er seinen Laptop mit in den Urlaub nimmt. Ja, wo ist denn das denn Urlaub? Also, sorry, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Bei mir jetzt nur einmal gepiept, das war, als dieser Spread Nasdaq gegen DAX, als der dann wieder deutlicher unter die 3000 ging. Und ich habe den dann zugemacht bei 2900, also diese Position besteht nicht mehr. Ich hatte bessere Deals, muss ich ehrlich sagen. Der war ja sogar hoch bis 3.800, 4.000 war mein Stop. Und jetzt habe ich den aber zugemacht mit, ich weiß nicht, 60 Punkten Gewinn. Also da hatte ich schon deutlich bessere Trades. Aber der ist jetzt auch zu, das heißt, ich gehe jetzt in die frische Woche ohne irgendwelche Positionen. Ich muss mir das auch erstmal alles überall anschauen. Da gab es ja wohl einige Bewegungen auch an den Einzelaktien, die waren wohl ziemlich heftig. Commerzbank kommt wieder rein, Linde fliegt raus, gut. War anzunehmen. Aber zurück zum DAX hier. Ich glaube wirklich, wir bleiben erstmal in dieser Range hier. Ganz unten die 14.000, na sagen wir mal 15.000
und oben die 15.670. Sollten wir hier drüber gehen, und dafür hole ich jetzt mal den Chart ein bisschen näher ran. Ich habe hier tatsächlich, außer der 16.000, die wir mal am 12.08.21 gesehen haben, habe ich hier wirklich nur noch die All-Time-Highs. Also hier ist nichts. Ich habe hier auch keine FIBO-Zahl, die ich irgendwo anlegen kann, die für mich nach meiner Betrachtung irgendeinen Sinn macht. Das 76er war hier bei 15.245. Habe ich also auch nichts, hier nichts, da nichts. Können wir mal auf die Woche schauen, denn da war was, das habe ich gerade eben gesehen. Wir bauen hier eine ziemlich fette Divergenz. Divergenz heißt, die Kurse gingen hoch, die Technik ging mit hoch. Da hat es ein bisschen korrigiert. Jetzt gehen die Kurse höher, aber die Technik kommt nicht mehr mit. Das ist grundsätzlich erstmal ein schlechtes Zeichen und wir werden hier leicht negativ über das MACD. Auch das lässt mich vermuten, dass wir hier keinen nennenswerten Ausreißer nach oben mehr haben werden. Also im Sinne von 16.215 höher sehe ich jetzt erstmal nicht. Anfang des Jahres hatte ich gesagt, dass ich die ersten zwei Monate als positiv erachte. Ich habe das, glaube ich, überschrieben mit dem Titel "Ich habe keine Angst". Jetzt sind wir am zweiten Monat am Ende schon fast. Das passiert, da muss man jetzt mal irgendwann eine Neubewertung machen. Aber ich sehe jetzt eigentlich nur, dass wir hervorragend gelaufen sind in diesem Jahr auch schon, oder vielmehr seit dem 1.10. super gelaufen sind. Der Markt hat sich eine Pause verdient. Ob er sie jetzt schon nimmt, weiß ich nicht. Ich rechne damit, dass wir hier drin bleiben. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Einmal ein 14.826er sind wir hier unter diesen beiden Ranges. Das ist im Moment ein 22er Hebel, das ist die GZ6 V11. Ein bisschen gemütlicher ist der 14.181er. Da sind wir hier. Das ist die KH15JH. Den oberen Schein, den hier, den 826er, den gucke ich mir mal genauer an, wenn wir wirklich hier drüber gehen. Wenn wir das schaffen sollten, die 15.680 zu überbieten. Und zwar so, dass es während des Tages schon passiert. Morgen sind ja die Amis nicht da. Die haben ihren Präsidententag. Und dann gucke ich mir den an. Sollten wir hier runtergehen und das hier unten nochmal ausfüllen, glaube ich nicht, dass ich den Mut haben werde für den 14.826er. Dann nehme ich eher den hier, den 14.181er. Der dürfte dann einen Hebel haben von 22. Von dem Putz her habe ich auch zwei mitgebracht. 16.537. Das sind wir also hinter dem All-Time High. Der kommt für mich erst dann ins Spiel, wenn wir wirklich den Bereich um die 16.000, sagen wir es mal, umschmeicheln. Das ist die KF30D0. Und dann habe ich noch einen, der ist ein bisschen heißer, 16.159. Den werde ich erst dann nehmen, wenn wir hier unter die 20-Tage-Linie gehen. Und es ist zu vermuten, ist, dass wir weiter absacken. Das ist die GB1XBB. Ansonsten muss ich jetzt erstmal in den nächsten 2-3 Tagen mal reinschnüffeln in die Einzelwerte, in die verschiedene Gruppen, mal zu gucken, wie da so das Sentiment ist. Euch wünsche ich auf jeden Fall erstmal ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.